Dann herzlich willkommen zur ersten Session nach der Einweisungssession. Heute wird es noch nicht ganz fürchterlich rund gehen mit großartigen Systemen. Das ist erstmal so ein bisschen Grundlagen. Dann werden wir uns das Kapitel Aircraft General, Türen und Fenster und sowas, Emergency Equipment, also Notausrüstung, angucken. Wann immer ihr Fragen habt, dann grätscht bitte rein und dann können wir das dann hoffentlich alles dann klären. Gut, dann schnallt euch an, es geht los mit Grundlagen. Erstmal die Handbuchstruktur. So ein Flieger, der fliegt ja eigentlich nicht, weil der aus Metall ist, sondern weil da ganz viel Papier drin ist. Ne? Weil es ist unglaublich, was eine Bibliothek für so ein Flugzeug alles aufzubieten hat, wie viele tausende Seiten das sind. Wir gucken erstmal nur auf die, oder nicht erstmal, wir gucken jetzt hier im Type-Rating anfänglich auf die flugbetrieblichen Handbücher, die es da gibt. Und alles andere, dann gibt es natürlich noch ein Maintenance-Manual, das ist dann für die Techniker interessanter, da gucken wir natürlich nicht rein. Wir beschränken uns auf den flugbetrieblichen Teil. Wir fangen an mit dem eigentlichen Quelldokument, dem AFM, dem Airplane Flight Manual. Das ist eigentlich auf Deutsch gesagt die Bedienungsanleitung von dem Flugzeug, wo es nur darum geht, wie man das Flugzeug fliegen soll. Das ist extrem umfangreich, detailreich und fürchterlich unübersichtlich. Damit kann man im Flug eigentlich so gut wie gar nicht arbeiten. Deswegen nutzt man dieses Quelldokument zum Beispiel, um auch das Quick Reference Handbook zu erstellen. Das Quick Reference Handbook und aus dem AFM kommen ganz viele andere Informationen, die unter anderem dann auch Hersteller benutzen, die solche Performance-Tools hier programmieren. Ne, alle Daten, die dieses Performance-Tool ausspuckt, die kommen aus dem AFM. Das QRH, das Quick Reference Handbook, das gucken wir uns gleich noch mehr an. Was aber das Interessanteste ist für uns zum Fliegen, ist das sogenannte Flight Crew Operation Manual, wo halt die flugbetrieblichen Dinge so weit zusammengedampft worden sind, dass man damit tatsächlich auch einigermaßen arbeiten kann. Das QRH ist das Notfallhandbuch und dieses Quick Reference, die Referenz ist das AFM. Eine Quick Reference bedeutet, dass es eine Referenz ist auf das AFM. Alles, was in diesem QRH an Notfallchecklisten drinsteht, das steht auch im AFM drin, allerdings nicht so schön aufbereitet, dass man das Zeile für Zeile abarbeiten kann, sondern das ist eigentlich nur ein Fließtext. Ohne groß Punkt und Komma, wenig Absätze, ganz wenig Textformatierung, dass man sich darin nicht verlieren kann. Und deswegen ist es so, dass der Hersteller dann dem Piloten neben dem AFM da so ein QRH an die Hand gibt, wo man Notverfahren dann abarbeiten kann. Die letzte Seite vom QRH ist eigentlich grundsätzlich die Evacuation Checklist, ne, weil wenn man den Flieger evakuieren muss, in einem Notfall muss das schnell gehen, da zieht dann der Copilot das QRH aus der Halterung und muss nur die letzte Seite aufschlagen und weiß, ach, da ist die Evacuation Checklist. Das ist bei den allermeisten Flugzeugen so, dass die Evakuierung ganz hinten steht und vorne habt ihr hier einen Index mit den wichtigsten Fehlfunktionen, die dieses Flugzeug zeigen kann, wo auch sogenannte Memory-Items drin sind. Das sind Sachen, die man aus dem Kopf abarbeiten muss, wo nicht die Zeit ist, dafür eine Checkliste rauszuziehen. Arbeit mit dem QRH kommt erstmal in vielen, vielen Wochen, wenn wir uns um Non-Normal Procedures kümmern. Aber hier nochmal so als erste Information, dass das QRH, das Quick Reference Handbook, eine Referenz ist auf das AFM. Was finden wir noch im QRH? Ganz viele Dinge, die uns das Performance Tool, so wir das denn haben, auf Knopfdruck liefert. Na, hier haben wir zum Beispiel Flug mit einer unverlässlichen Geschwindigkeitsanzeige. Oder wenn man in turbulente Luft reinfliegt, da kann man dann genau sehen, was für eine Höhe, mit was für einem Gewicht, man mit was für einer Pitch fliegt und was das dann für eine Vertical Speed ergibt. Was haben wir noch? Natürlich Landedistanzen für normale Konfigurationen. Wenn ihr euch das anguckt, da ist es ganz schön, wenn man ein EFB hat, was einem das alles ausrechnet, indem man einfach eingibt, auf welcher Bahn man landet, was da für ein Wetter ist, dann funktioniert das automatisch. Aber
Diese ganzen Tabellen sind im QRH drin, im Quick Reference Handbook, falls dieses EFB tatsächlich mal ausfällt. Da muss man dann immer noch in der Lage sein, mit diesen Tabellen hier die Landedistanz auszurechnen. Das kennt ihr alle, die VREF, die Anfluggeschwindigkeit, die gibt es auch. Das ist eine ganz normale Tabelle und euer EFB-Tool, wo ihr eingebt, wo ihr landet, wie schwer ihr seid, das macht auch nichts anderes, als in diese Tabelle zu gehen, sich hier das Gewicht rauszusuchen, die Klappen für die Landung rauszusuchen und dann gegebenenfalls noch den Wert zu interpolieren, falls das irgendwo zum Beispiel, wenn du hier mit 67 Tonnen landest, dann wird dann halt die VREF hier noch interpoliert. All diese Werte kommen aus dem AFM und sind im QRH auch in Tabellenform dann tatsächlich auch sichtbar. Oder hier, wenn man wissen möchte, mir ist ein Triebwerk ausgefallen, wie hoch kann ich jetzt noch fliegen? Ja, wenn du da 65 Tonnen schwer bist zum Beispiel, dann kannst du, wenn es normale Temperaturen da draußen, noch in 24.700 Fuß zum Beispiel fliegen. Das nur als Beispiel. Das ist jetzt noch nicht die große Einweisung zum QRH. Nur das, dass ihr das schon mal gesehen habt und ungefähr eine Vorstellung habt, was da für Informationen drin stecken. Für uns das Wichtigste zum Fliegen von dem Flugzeug ist das FCOM, das Flight Crew Operations Manual. Auch das ist ein Dokument, was aus dem EFM basiert. Und das ist bei der 737, sind das zwei DIN A5 Ordner, ein etwas dünnerer, ein sehr dicker Ordner. Und den gibt es Gott sei Dank mittlerweile als PDF. Ich weiß, dass viele Leute sehr gerne mit Papier arbeiten, aber wenn es um Flugzeugtechnik geht, wo man mal schnell was finden muss, ist eigentlich nichts besser als ein PDF, weil da kann man dann zum Beispiel eine Suchfunktion nutzen, wenn man nicht genau weiß, wo was steht, oder man nutzt halt die Verzeichnisstruktur, die das PDF bietet. Da findet man wesentlich schneller irgendwas, wenn man nicht genau weiß, wo man suchen muss. Das FCOM besteht aus zwei Bänden. Volume 1 seht ihr erstmal, das ist erstmal relativ langweiliger Administrationskram. Ne? Es gibt ein Inhaltsverzeichnis, dann eine Übersicht, für welche Modelle das Ding überhaupt jetzt gedacht ist, eine Einleitung, Abkürzungen. Wenn sich was ändert, wird das hier eingetragen. List of Effective Pages, das ist lustig. Ne? Man hat dann ein FCOM mit irgendwie 1800 Seiten und dann gibt es ein extra Kapitel, wovon Seite 0 bis 1800 draufsteht. Ja, die Seite gibt es und die hat dieses Effective Date. Total irre. Und natürlich hier nochmal eine Übersicht, wenn sich an dem FCOM was ändert, das wird dann hier eingetragen. Wir gucken da kurz gleich mal rein. Interessanter wird es hier im unteren Teil. Da seht ihr zum Beispiel Limitations. Ne, da kann man dann sehen, wie hoch darf ich mit dem Flugzeug überhaupt fliegen? Bei was für einer Höhe darf ich den Autopilot einschalten? Bei was für einer Höhe muss ich den Autopilot wieder ausmachen? Und sonstige Beschränkungen, die dieses Flugzeug hat. Im Weiteren dann Normal Procedures, also die normalen Verfahren. Das ist ganz normal die Beschreibung, wer tut was, wann, wie, wenn bei dem Flugzeug alles super in Ordnung ist. Supplementary Procedures, das sind keine Notverfahren, sondern Verfahren wie zum Beispiel, wie starte ich das Flugzeug, wenn ich keine APU habe. Normalerweise startet man so ein Flugzeug ja mit der Zapfluft aus der Hilfsgasturbine und wenn die kaputt ist, ist das relativ unüblich. Da macht man dann die Supplementary Procedures aus und kann dann zum Beispiel sehen, wie man die Triebwerke startet ohne APU. Performance Dispatch, das ist das, was ich euch eben im QOH gezeigt habe. Das steht hier im FCOM auch drin, diese Tabellen mit den ganzen Werten. Ihr seht, hier steht jetzt noch nichts drin mit Non-Normal Procedures. Da hat der Hersteller früher mal gesagt, das schreibe ich jetzt nicht ins FCOM rein, dafür gibt es ein QRH. Nur deswegen ist das QRH, das Quick Reference Handbook, ist unsere Bibel, wenn es darum geht, Non-Normal Procedures tatsächlich abzufahren, wenn mal was kaputt geht. Ja, das ist der Inhalt vom Volume 1. Das ist also erstmal jede Menge Administration und für uns wichtig dann Limitations, also Beschränkungen, die das Flugzeug hat und Verfahren, die uns sagen, wie wir das Flugzeug tatsächlich fliegen sollen. Volume 2 ist einfach eine Systembeschreibung. Das ist auch das, was wir jetzt in den kommenden Sessions so durcharbeiten werden.
Da seht ihr, das sind alle Flugzeugsysteme, sind da aufgelistet und ja, in einzelnen Kapiteln. Und da ist dann relativ übersichtlich, kann man da sehen. Sorry, ich kriege hier eine WhatsApp nach der nächsten. Ich gucke mal, ob hier irgendein Teilnehmer irgendwo verschütt gegangen ist. Nee, ist jemand anders. Dann mache ich das Handy aus. Sorry, tut mir leid. So, also FCOM Volume 2 sind Systembeschreibungen. Sehr übersichtlich, kurz und knapp gehalten. Als ich das Rating gemacht habe für die 737, dann habe ich das gesehen und dachte mir, das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht alles sein, was uns zur Verfügung gestellt wird, um über Systeme zu wissen, weil es ist wirklich sehr, sehr knapp gehalten. Aber ja, es scheint die Philosophie zu sein, dass Piloten möglichst wenig oder kein besonders tiefgründiges Wissen über die Technik haben sollen, damit man bloß sich anfängt, im Flug irgendwelches Troubleshooting zu machen und sich selbst Gedanken zu machen. Na, Piloten sollen Verfahren abfahren. Wenn was kaputt geht, die Non-Normal-Verfahren aus dem QOH, dann wird gelandet und dann guckt die Technik, was tatsächlich los ist. Also keine Sorge, mit der Technik, das geht nicht allzu sehr in die Tiefe. Ist teilweise doch erschreckend, wie flach dieser Teich da ist. Ja. Ja. Genau, deswegen PDF benutzen und die Textsuche benutzen, dann bist du wesentlich schneller am Ziel. Ne? Oder du suchst nach der Kapitelnummer, wenn da steht, wenn du da siehst in einem Inhaltsverzeichnis, was weiß ich, XY steht im Kapitel 10.3.4, dann gibst du bei der Suche 10.3.4 einen Enter und dann bist du eigentlich gleich auf der richtigen Seite. Ne? Die Beschreibung im FCOM, die Systembeschreibung, ist immer dreigeschaltet. Das ist recht gut gemacht. Man sieht erstmal die Cockpit-Schalter und Anzeigen. Da sieht man, wie das so im Cockpit ungefähr aussieht. Das ist dann gelabelt. Darunter ist eine Beschreibung, was die einzelnen Schalterstellungen zu sagen haben. Dann gibt es eine Textbeschreibung, wo das System tatsächlich im Text beschrieben wird, kurz und knapp. Und am Ende gibt es dann noch eine Systemskizze. Ja, das ist ganz gut gemacht, dass man halt erst sieht, was sehe ich im Cockpit. Dann wird einem erklärt, was das so alles hintersteckt. Und am Ende kann man sich dann selber das Puzzle zusammensetzen und sich die Systemskizze anschauen. Hier ist zum Beispiel das Kapitel Treibstoff. Mehr steht im Kapitel Treibstoff, sorry, mehr steht in diesem FCOM über Treibstoff nicht drin. Ne? Wir haben hier die Anzeige im Cockpit mit einer Beschreibung, eine kurze, knackige Text-Description und eine Systemskizze und das war's schon. Ja? So, das nächste flugbetriebliche Dokument, hier nur angesprochen, müsst ihr euch nicht merken, die Minimum Equipment List, die generiert sich aus der Master Minimum Equipment List. Die Master Minimum Equipment List, die kommt vom Hersteller. Ihr seht hier, das ist dann sehr, sehr übersichtlich von Boeing 737-100 bis 900ER. Da stehen alle drin, die es gibt, mit allen möglichen Ausstattungsvarianten. Und daraus generiert sich dann jede Airline ihre eigene Minimum Equipment List, wo es dann nur um den eigenen Flugzeugtypen geht mit der Ausstattung, die man tatsächlich auch an Bord hat. In der MEL, kurz gesagt, Minimum Equipment List wird kurz MEL oder MEL ausgesprochen, da steht drin, was darf am Flugzeug denn tatsächlich kaputt sein, mit was für Defekten dürfen wir noch fliegen und ab wann muss der Flieger am Boden stehen bleiben und vor allem, wie lange darf etwas kaputt sein. Ich habe ein kurzes Beispiel. Ohne den Flieger groß zu kennen, müsste eigentlich was auffallen. Im Flugzeug ist eigentlich immer nur grün schön. Bernsteinfarben ist immer blöd und rot ist ganz blöd. Und schwarz bei Monitoren ist auch doof. Ne? Das heißt, wir haben es hier mit zwei Defekten zu tun. Einmal hier das Anti-Skid ist Inop. Inop bedeutet Inoperative, Defekt. Anti-Skid ist das Anti-Bloqué-System vom Flugzeug. Und hier haben wir eine Display-Unit, einen Monitor, der schwarz ist. So, wir sind jetzt auf Gran Canaria, haben den Flieger gerade angemacht, wollen eigentlich nach Hause fliegen. Und jetzt ist natürlich groß die Frage, können wir das überhaupt tun? Da machen wir dann die Minimum Equipment List auf und finden dann am besten mit der mit der Textsuche hier das Kapitel Anti-Skid. Da müssen wir hier, weil es die MMEL ist, erstmal gucken, dass wir in die richtige Zeile rutschen für die 737-800. Und da sehen wir hier ein C. C bedeutet, das Ding darf 10 Tage kaputt sein. Ein Charlie-Item 10 Tage,
Wenn dann A stehen würde, da würde das hier im Feld 4 noch stehen, wie lange das kaputt sein darf. Das können Flugtage sein, Kalendertage, Flugstunden, Wochen, Monate, weiß der Teufel was. Ein B-Item darf 3 Tage kaputt sein. C hatten wir gerade schon 10 Tage. Und ein D-Item darf 120 Tage kaputt sein, bis es tatsächlich repariert sein muss. Dahinter sehen wir eine 1. Das bedeutet, im Flugzeug ist davon ein System verbaut. Und 0 bedeutet, ist required for dispatch. Das heißt, wir brauchen 0, damit das Flugzeug fliegen darf. Das heißt, dieses Anti-Skid-System darf tatsächlich kaputt sein. Da ist es dann noch ganz wichtig, hinten in dem Remarks, in den Bemerkungen nochmal reinzugucken, weil da stehen immer noch mehrere Informationen, die wichtig sind. Das M in Klammern hier, das bedeutet zum Beispiel, dass da Wartungsarbeiten, M steht für Maintenance, dass da Wartungsarbeiten erforderlich sind. Sollte da noch eine Raute dahinter stehen, dann sind das Wartungsarbeiten, die nicht von Piloten gemacht werden dürfen. Wenn irgendwo eine Sicherung gezogen, gesichert werden muss, das darf zum Beispiel ein Pilot machen, aber wenn da irgendwelche Panels abgeschraubt und irgendwelche Schläuche gezogen werden müssen, dann steht da eine Raute dahinter. Das heißt, da braucht man unbedingt Wartung von einem dafür zertifizierten Techniker. O bedeutet No Operational Impact, dass wir da irgendwas noch zusätzlich beachten müssen. Ich meine, ist klar, ne, wenn das ABS ausfällt beim Flugzeug, ne, bei der Landung wird er normalerweise scharf gebremst und wenn dann die Bahn mit Schnee und Eis bedeckt ist, ist es natürlich blöd. Ne? Deswegen steht ja drin, dass es dann Operational Impact hat. Und was das ist, können wir uns hier schon denken. Ne? Die Anti-Skid-Kanäle, die müssen deaktiviert sein werden. Das heißt, da müssen mehrere Sicherungen gezogen und gesichert werden. Und der Hinweis Operations are conducted in compliance with AFM. Das bedeutet, dass der Flieger nur dann betrieben werden darf, wenn man die Beschränkungen vom Airplane Flight Manual tatsächlich berücksichtigt. Da steckt natürlich dann ganz dick dahinter, dass man im AFM nachguckt, was man da zu berücksichtigen hat. Ne, wenn Anti-Skid kaputt ist, dann darf die Bahn zum Beispiel nicht mit Schnee und Eis bedeckt sein. Es gibt wahrscheinlich ein anderes Limit für den maximalen Rückenwind bei der Landung und sowas alles. Das kann man dann alles nachlesen. Ne, das sind Informationen, die wir aus der MEL rausziehen können. Dann hatten wir noch eine Display-Unit, die kaputt war. Da sucht man am besten nach dem Wort Display-Unit. Was wir da gesehen haben, war eine Inboard-Display-Unit. Da steht jetzt zum Beispiel ein A als Intervall, wie das kaputt sein darf. Das heißt, wir müssen in Feld 4 gucken und da sieht man schon, Repairs are made within one flight day. Das bedeutet, dass die Reparatur innerhalb von einem Flugtag durchgeführt werden muss. Wenn man das jetzt feststellt und der Flieger steht 30 Tage am Boden, dann darf man damit noch einen Tag fliegen, weil es steht da wirklich Flugtag. Ansonsten stände da Kalendertag. Wir sehen, es gibt zwei Inboard-Dues, ne? Der Kapitän hat eine, der Co-Pilot hat eine, gebraucht für den Dispatch eine. Wunderbar, könnte man sagen, aber man muss mal weiterlesen im Feld 4 bei den Remarks. Es gibt einen Operational Impact und da steht drin, dass für EFIS Map-Konfigurationen einer kaputt sein darf. EFIS Map, jetzt schon mal als Information. Das ist hoffentlich, ich bete zu Gott, das ist hoffentlich so, wie eure 737 dann momentan so aussehen, weil es gibt nämlich aus historischen Gründen noch die sogenannte EFIS-Map-Darstellung. Das, was ihr jetzt seht, das ist PFD-ND. Das bedeutet, dass wir halt im Outboard-Display das Primary Flight Display haben und im Inboard-Display das ND, das Navigation Display. Es gibt noch EFIS-Map, das sieht so aus. Das ist aus Zeiten, als die Next Gen neu dazu kam. Das hatten wir bei Air Berlin auch. Da haben wir noch mehrere Monate haben wir 737-400 geflogen und die 800er. Es wurde darauf geachtet, dass man da am Flugtag nicht den Flieger wechselt, aber es konnte sein, dass ich heute eine 400er fliege und morgen eine 800er. Und da hat das Luftfahrtbundesamt gesagt, wenn ihr das wirklich macht, diese beiden Typen zeitgleich zu betreiben, dann soll wenigstens die Darstellung ungefähr gleich sein. Und da hat Boeing dann diese EFIS-Map-Konfiguration eingeführt zu Beginn der Next-Gen-Operation, sodass das Bild ungefähr so aussieht wie bei einer 737-300 oder 400 oder 500. Ja?
Falls eure Konfiguration so aussieht, macht's bitte rückgängig. Ist fürchterlich unübersichtlich, will kein Mensch haben. Das ist die PFD-Andy-Variante, ist wesentlich schöner. Ja? Leider nicht, Roland, das hätten wir sofort gemacht, leider nicht. Nee, das ist über das Aircraft Configuration Module, das ist so ein, quasi so ein kleiner Dongle, der in dem Flieger und im E&D Compartment drin steht, wo man dem Flieger sagt, was er kann und was er nicht kann, wo auch die Displays konfiguriert werden. Und das, nee, das ließ sich an Bord leider nicht umstellen. Ne? Als wir dann umgestiegen sind von EFIS Map auf PFD Andy, da gab es dann für jeden Piloten 4 Stunden im Simulator und eine CD mit einem Computer-Based Training zum Durchklicken und dann konnte man dann auch mit PFD-Andy fliegen. Das war eine interessante Zeit, weil einfach nur die Ground Speed, guck mal, bei EFIS Map ist die Ground Speed hier in dem Display oben rechts und beim PFD-Andy so oben links. Jedes Mal, wenn man die Ground Speed gesucht hat, hat man hier erstmal oben rechts geguckt und hat gedacht, wo sind die Ground Speed? Man hat alles Mögliche gesucht, man hat hin und her geschaut. Das hat durchaus etwas länger gedauert, bis man sich daran gewöhnt hat. Aber PFD Andy ist da tatsächlich die schönere Darstellung. Da beschneidet man sich den Möglichkeiten des Flugzeuges, wenn man da mit EFIS Map unterwegs ist. Um zurückzukehren zur MEL. Ihr seht hier, für EFIS Map Configuration darf einer kaputt sein. Haben wir nicht, wir haben PFD Andy. Und alles, was in der MEL drin steht, was da nicht drin steht, muss auch funktionieren. Das heißt, den Flieger dürfen wir mit PFD Andy, mit einer Inboard DU Inop, dürfen wir den nicht fliegen. So viel zur MEL. Also die Vorschrift, wo drin steht, was darf kaputt sein und wie lange darf es kaputt sein. Es geht weiter mit Symbolen und Abkürzungen. Fürchterlich trocken, ich weiß, aber da müssen wir kurz durch. Ich habe es auch beschränkt auf die Wesentlichen. Wer hätte das gedacht, das hier ist ein Reservoir, ne? Mit Eingängen und Ausgängen. Das kann auch hier unten irgendwelche Löcher sein. Da sehen wir gleich kurz ein Beispiel. Heat Exchanger ist ein Wärmetauscher. Ja, da haben wir zum Beispiel auf der einen Seite, wo das heiße Öl aus dem Triebwerk durchläuft und an der anderen Seite der kalte Sprit aus den Tragflächen auf dem Weg zum Triebwerk. Dann sogenannter Fuel-Oil-Heat-Exchanger, ein Wärmetauscher, hat den Vorteil, das Triebwerköl wird gekühlt und der Treibstoff wird schon mal vorerwärmt, bevor er auf die Hochdruckpumpen trifft. Das gibt es auch in Dual-Ausführungen, wo man halt zwei Elemente drin hat. Ein Accumulator ist ein Druckspeicher. Findet man bei vielen Flugzeugen im Bremsensystem. Da hat man dann mach mal dein Ding aus. Wo ist er? Oh, Repertoire, mach doch dein Mikro aus. Da ist er. Stummschalten. So, sorry. Ein Accumulator, da wird zum Beispiel in Bremsensystemen wird mit Stickstoff ein sogenannter Pre-Charge draufgegeben und wenn jetzt die Hydraulik ausfällt, habe ich in diesem Akkumulator immer noch ein bisschen Druck, um tatsächlich noch ein paar Brake-Applications machen zu können. Filter ist klar und meistens ist so ein Filter, der im Treibstoffsystem ist, im pneumatischen System, im Hydrauliksystem gibt es dann meistens auch einen Bypass, das bedeutet dieses B, ne? Weil nichts wäre blöd, wenn der Ölfilter dicht ist und das Triebwerk dann kein Öl mehr bekommt, bloß weil der Filter dicht ist, ne? Da schluckt man dann die Kröte und sagt, pass auf, dann lassen wir halt das Öl, was es leicht kontaminiert ist, doch an dem Filter vorbei, bevor das Triebwerk in die Luft geht. Das ist ein Drucksensor, hier haben wir einen Temperatursensor und hier ist ein Gebläse. Keine Sorge, ich zeige euch gleich noch ein paar Beispiele, dass ihr das einordnen könnt. Hier eine ganz normal eine Pumpe, hier ist ein Kompressor. Flowmeter, das ist ein Durchflussmesser. Das haben wir zum Beispiel im Treibstoffsystem. Der Flieger muss ja irgendwie rausfinden, wie hoch der Fuel Flow ist, der da angezeigt ist. Da gibt es zum Beispiel so ein Flowmeter. Den Water Separator, ein Wasserseparator, ein Wasserabscheider, den finden wir im Klimaanlagenteil vom Flugzeug.
weil es wird darauf geachtet, dass die Luft, die in Flugzeuge reingepustet wird in die Kabine, dass die bitte, bitte, bitte knochentrocken ist. Der Grund dafür ist, wäre die Luft feucht, wäre das zwar sehr angenehm für die Passagiere, aber ziemlich doof für das Flugzeug, weil sich dann das Wasser hinter den Verkleidungen in der Kabine überall in der Isolierungsschicht sammeln würde und der Flieger dann elend schwer wird und dann auch irgendwann auseinanderrostet. Deswegen wird das die Luft in Wasserabscheidern sehr, die wird die Luftfeuchtigkeit rausgenommen, dass sie knochentrocken in die Kabine kommt. Hier, wenn wir bei der Hydraulik häufiger drüber sprechen, das hier ist eine sogenannte Engine-Driven Hydraulic Pump. Dieses komische Ding hier, dieser Teil, das ist eine Hydraulikpumpe. Und diese Symbolik soll bedeuten, dass die über ein Getriebe an das Triebwerk angeflanscht ist. Das heißt, diese Hydraulikpumpe wird von dem Triebwerk angetrieben. Dann gibt es noch eine Motor-Driven Hydraulic Pump. Große Überraschung, das ist eine Hydraulikpumpe, die von einem Elektromotor zum Beispiel angetrieben wird. Und in der Hydraulik gibt es noch sogenannte PTUs, Power Transfer Units, wo man den Druck von einem System in das andere übertragen kann. Das zeige ich euch gleich an einem kurzen Beispiel, da wird das, denke ich mal, wesentlich deutlicher. In der Elektrik haben wir auch einige Symbole. Ja, hier ist zum Beispiel ein Generator mit einem Getriebe dran. Was genau das ist, warum es das gibt, werden wir im Kapitel Elektrik besprechen. Buses, bei Flugzeugen wird sehr häufig von Bus gesprochen. Das ist nicht der Bus, der uns zur Arbeit bringt, sondern eine Stromverteilschiene. Und wenn DC dasteht, ist das Direct Current, das ist Gleichstrom. Und AC ist Alternating Current, das ist Wechselstrom. Ist dann hier so immer die Buses mit dem runden Symbol, ist Wechselstrom mit dem eckigen Symbol, ist Gleichstrom. Ein Inverter ist ein Wechselrichter, der macht aus Gleichstrom Wechselstrom und eine TR-Unit, ein Transformer Rectifier, ist ein Gleichrichter, der macht aus Wechselstrom Gleichstrom. Das Wort Solenoid bedeutet Spule, das heißt, wir haben hier einen Schalter, der von einer Spule in einer bestimmten Stellung gehalten wird. Und wenn die Spule stromlos gemacht wird, springt der Schalter dann halt in die andere Stellung. Haben wir zum Beispiel beim Start-Switch oben, wenn man den Triebwerk startet und den auf Ground dreht, dann wird der von einer Spule gehalten. Wer die 737 noch nicht kennt, keine Sorge, keine Voraussetzungen, da reden wir drüber, wenn es soweit ist, nur als Beispiel, wo so ein Spulenschalter drin ist. Ein Thermal Switch ist ein Schalter, der durch Temperatur auslöst. Und wir haben natürlich jede Menge Sicherungen. Hinter den Sitzen im Cockpit sind die Circuit Breaker Panels. Da kann man einzelne Verbraucher von der Verteilschiene, von der Stromverteilschiene isolieren und damit halt das System lahmlegen. Oder es gibt ganz normal Sicherungen, die halt bei Überspannung oder so einfach dann auslösen. Also es ist relativ selten. Meistens reden wir beim Flugzeug tatsächlich von Circuit Breakers, weil wir Systeme ja auch teilweise dann wiederholen müssen, falls da mal eine Sicherung geflogen ist. Audio Devices. Es gibt mehrere Töne, die dieses Flugzeug machen kann. Viele davon sind nicht so angenehm. Ich hoffe, man kann den Ton jetzt hören. Kann man den Ton hören? Sehr gut. Also, Töne, die das Flugzeug machen kann. Zum Beispiel, wenn man über 10.000 Fuß fliegt und vergisst, die PEGs einzuschalten nach dem Triebwerkstart, dann bekommt man eine sogenannte Cabin Altitude Warning. Die ist exakt der gleiche Ton wie die Takeoff Configuration Warning, wenn der Flieger für den Start nicht konfiguriert ist und man Gas gibt. Das hört sich dann so an. Na, dieses tut, 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 tut im Hintergrund. Das ist der Ton für die Takeoff Configuration Warning oder für die Cabin Altitude Warnung. Dann haben wir noch Töne für zu schnell und zu langsam. Falls wir zu schnell sind, geht ein sogenannter Klacker an. Der hört sich so an. Nochmal.
Klack, 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 klack. Nicht zu verwechseln mit dem Stall-Warning-Ton der Stick-Shaker, der sich so anhört. Also, Klacker zu schnell, Stick-Shaker viel zu langsam. Was haben wir noch für Töne? Es gibt auch ein Symbol für eine Glocke. Haben wir natürlich auch. Wenn es brennt im Flieger, dann geht die Firebell an. Die ist absolut nicht zu überhören. Und das Erste, was man machen muss, wenn die Firebell angeht, ist, sobald man verstanden hat, dass es die Firebell ist, sie auszudrücken, weil die unterbindet jegliche Kommunikation. Das sind so die Töne, die ich jetzt hier direkt vorführen kann. Natürlich gibt es noch Sprachausgabe, zum Beispiel das Tikas-System. Wenn man da einen Test macht, dann läuft der Test durch. Und wenn der Test gut durchgelaufen ist, dann kommt eine Stimme, die sagt Tikas-System-Test-Pass. Dauert ein Momentchen. Ja, und so gibt es halt mehrere Systeme, die dann auch sprechen. Ne? Oder das Ground Proximity Warning System, das kann man auch testen. Dann fängt der Flieger dann auch mit einem an zu reden. Ja, diese Töne, die gesprochenen, die kommen aus einem ganz normalen Speaker. Ne? Das ist auch der Speaker, wo Gesundheit. Das ist auch der Speaker, wo der Funk drüber läuft, wenn man nicht mit Headset fliegt, sondern über die Cockpit-Speaker. Ja? Klacker war zu schnell, denn Stick-Shaker ist zu langsam und Bell, eine Glocke bei der 737 bedeutet immer, dass es irgendwo brennt. Und Horn, ne, die Takeoff Configuration Warning, das ist auch ein Horn, das kommt aber auch über den Speaker. Gut, so viel zu den Audio-Devices. Es gibt natürlich auch Ventile, um Sachen zu verteilen. Um sich das vorzustellen, müsst ihr euch vorstellen, dass zum Beispiel jetzt hier Hydraulikflüssigkeit aus eurer Nasenspitze von oben auf dieses Symbol tropft und dieser Schalter sich dreht. Dann ist das ein Shut-off-Valve, da geht da keine Flüssigkeit durch. Hier haben wir ein Ventil, was dann die Hydraulikflüssigkeit, die von unserer Nasenspitze hier reintropft, in zwei verschiedene Richtungen teilt oder in drei verschiedene Richtungen oder in vier verschiedene Richtungen. Bei Pneumatik haben wir sogenannte Shut-Off-Valves. Das sind Ventile, die den Fluss von Druckluft zum Beispiel unterbinden. Dann haben wir Ventile, die modulieren, die die Durchflussrate tatsächlich steuern. Und wir haben pneumatische Ventile, die den maximalen Durchfluss auch reduzieren. Wenn man zum Beispiel den Zapfluft aus dem Triebwerk nimmt, wenn man da gerade Startleistung gesetzt hat, wäre dann blöd, wenn man dann den vollen Druck aus der Kompressorstufe dann in das System nehmen würde. Da würden die Leitungen auf einmal alle doppelt so dick sein. Das wäre ein bisschen blöd. Deswegen gibt es da auch Ventile, die den maximalen Durchfluss durch dieses Ventil tatsächlich dann auch limitieren und trotzdem noch modulierbar sind. So, jetzt mal kurz Beispiele. Um Gottes Willen jetzt nicht denken, das ist jetzt die Besprechung vom Hydrauliksystem von der 737. Ich will euch nur kurz zeigen, wie diese Symbole wirklich eingesetzt werden. Ne, ihr habt zum Beispiel ein Reservoir und da seht ihr hier zum Beispiel, haben wir da noch ein Standrohr, eine Standpipe drin. Die hat natürlich den Vorteil, wenn jetzt dieses System hier irgendwo ein Leck hat auf der Seite, dann läuft das Reservoir nur bis zur Oberkante von dieser Standby-Pipe leer, sodass wir dann auf dieser Seite noch immer noch ein bisschen Hydraulikflüssigkeit haben, um damit arbeiten zu können. Ihr seht, das gibt es in mehreren Varianten. Hier ist auch eine Standpipe, allerdings nur eine, die genau in der Mitte untergebracht ist. Hier sehen wir, das ist eine Hydraulikpumpe, die vom Triebwerk angetrieben ist, eine vom Elektromotor, eine vom Triebwerk, eine vom Elektromotor. Jetzt habt ihr schon gelernt, dass die Hauptsysteme Hydraulik von der 737 eine Engine-Driven-Pump haben jeweils und eine elektrische Motorpumpe. Und ihr wisst schon, es gibt drei Systeme, weil es gibt auch noch ein Standby-System, die nur durch einen Motor angetriebene Pumpe angetrieben ist. So, nochmal kurz zur Power Transfer Unit, die dafür da ist, um Hydraulikdruck von einem System ins andere zu bringen. Stellt euch mal zum Beispiel vor, der Druck würde hier im B-System jetzt abfallen, weil die Pumpe ist kaputt, das rechte Triebwerk ist ausgefallen, das heißt, der Druck im System B sinkt. Wir wollen das aber trotzdem noch weiter benutzen. Da gibt es hier einen Drucksensor, der merkt,
Oh, der Druck ist jetzt so gering. Wir verfolgen die Leitung mal weiter, wo die hingeht. Zum PTO Control Valve. Das fährt dann auf, wenn der Druck zu niedrig ist und lässt dann Hydraulikdruck vom A-System hier auf dieses Flügelrad strömen. Und dieses Flügelrad ist wie ähnlich wie beim Turbolader von einem Kraftfahrzeug mit einem anderen Flügelrad verbunden, was dann die Hydraulikflüssigkeit im B-System hier wieder in Wallung versetzt. Also so benutzt man dann Druck aus dem A-System, um Druck in das B-System reinzubekommen. Diese PTU ist bei den meisten Flugzeugen ist ein Backup für Hydraulikdruck. Ja. Diese Hydraulikreservoirs, die sind immer mit Zapfluft aus den Triebwerken Druck beaufschlagt. Man möchte immer, dass im Reservoir ein gewisser Druck herrscht, um sogenannte Kavitationen an den Hydraulikpumpen zu verhindern. Eine Kavitation kennt man aus der Seefahrt. Da hast du auf der Sogseite von Propellern im Wasser bilden sich Dampfblasen, wenn dieser Propeller wirklich sehr schnell sich dreht oder eine große Steigung hat. Und in dem Unterdruck wird das dann werden diese Gasblasen sehr heiß und das zerstört dann den Propeller. Und das genau das tut es auch mit den Pumpen. Rädern in diesen Hydraulikpumpen. Deswegen geht man da von vornherein schon mit ein bisschen Druck rein in das System, um Kavitation an den Hydraulikpumpen zu verhindern. Ja. Ja, genau. Das werden wir dann sehen, Ja, sonst würde man das nicht tun. Da steht dann in der Checkliste zum Beispiel drin, dass man vorsichtig sein muss, weil alle Systeme dann etwas langsamer sich bewegen. Ne? Oh, alles klar. Gut. Ja, das hört man bei einem Flugzeug, über das wir hier jetzt nicht reden. Das hörst du bei der Boeing hörst du es nicht, weil die wirklich nur angeht, wenn wirklich der Druck im B-System weg ist, sorry, und der Flieger wirklich in Betrieb ist. Beim Airbus ist es so, dass die PTU den Druck links, rechts wirklich vergleicht und sobald ein Druckunterschied da ist, was ja der Fall ist, wenn man die Triebwerke ausmacht zum Beispiel oder gerade startet, dann hast du links einen anderen Druck als rechts und den versucht der Flieger dann irgendwie auszugleichen und deswegen gibt es dann dieses jaulende Geräusch beim Airbus, aber über den sprechen wir ja gerade nicht. Noch eine kurze Systemzeichnung, um was zu zeigen. Das ist hier Klimaanlagensystem vom Flugzeug. Und da seht ihr zum Beispiel, sind zwei Leitungen, wo sogenannte Recirc Air aus der Kabine rausgezogen wird. Das ist verbrauchte Luft, die man einfach wieder nochmal benutzt. Und da seht ihr dieses Symbol hier links und rechts. Das ist ein Check Valve, was wirklich dann auch verhindern soll, dass da die Luft wieder rückwärts reingedrückt wird. Das heißt, es ist eine Einbahnstraße, das geht dann nur in diese Richtung. Hier sehen wir diese pneumatischen Ventile, wo man halt den Fluss hier starten oder stoppen kann. Und den kann man auch modulieren, um zum Beispiel hier drei verschiedene Temperaturen im System zu realisieren. Wie genau das geht, gucken wir uns später an. Einfach nur, dass ihr die Symbole mal live in Action kurz gesehen habt. Nein, 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 das hat nur mit der Temperaturverteilung in der Kabine zu tun. Wir haben zwei Packs, ein linkes, ein rechtes, aber drei Zonen im Flugzeug, die wir mit Temperatur versorgen müssen, wo wir auch einigermaßen oder wo wir auch unterschiedliche Temperaturen einstellen müssen. Und dafür gibt es dann die Trim-Air da, dass man halt erstmal hier, was weiß ich, jeder kriegt erstmal nur 15 Grad und dann wird dann hier für alle drei Zonen jeweils noch warme Luft beigemischt, damit wir im Cockpit 17 kriegen, in der Mitte 21 und hinten 27 Grad zum Beispiel. Gut, das war schon zur Symbologie. Ihr seid sehr tapfere Menschen. Jetzt kommt es zu Abkürzungen. Ein sehr enttäuschendes Kapitel, weil mehr Abkürzungen, als ihr hier jetzt gerade wegen der kleinen Schrift gar nicht lesen könnt. Aber ich verspreche euch, es gibt nicht mehr im FCOM, obwohl dieses FCOM überfließt an Abkürzungen. Ja, was uns ganz häufig treffen wird, ist zum Beispiel die Abkürzung DU, Display Unit, findet man hier nicht. Ja, oder GCP.
EFIS Control Panel oder EFCU, die Elevator Field and Centering Unit, das sind ja schon relativ komplizierte Abkürzungen teilweise, wo man ja dann auch im Verzeichnis vorne mal nachgucken möchte, was da steht, gibt's nicht. Da kann ich euch nur ans Herz legen, wenn euch eine Abkürzung fehlt und ihr wisst, um was für ein System es geht, zum Beispiel bei Elevator Field and Centering Unit, da geht es um Flight Controls, da muss man kurz das Flight Control Kapitel aufschlagen und gucken, dass man die Abkürzung irgendwo findet und dann findet man auch irgendwo, wie das ausgeschrieben ist. Oder man benutzt einmal kurz Google, das funktioniert natürlich auch. Sorry, kurzer Hustenanfall. Also, Abkürzungen sehr rudimentär im FCOM. Wenn sich mal etwas ändert, Änderungen und Bulleters nennt man das, da gibt es im FCOM ein extra Kapitel für. Ich habe das mal hier alle mal reinkopiert. Die sprechen wir jetzt nicht alle durch, um Gottes Willen. Müsst ihr auch gar nicht euch behalten, nur Berieselungen einmal kurz gehört haben und dann ist der Drops schon gelutscht. In der Section 6 sehen wir Änderungen, die entweder ihren Weg ins FCOM noch nicht gefunden haben oder nie finden werden, weil es nur temporäre Angelegenheiten sind oder gar nicht mehr aktiv sind. Ihr könnt das hier sehen, wenn wir uns mal ein Beispiel hier, inadvertent RTO, auto break during landing, bedeutet, dass man aus Versehen RTO initiiert hat bei der Landung. Sehr ungünstig, weil da werden die Augen nämlich sehr groß und nach der Landung klatscht dann keiner mehr. Da kann man dann sehen, Status IE. IE in Effekt bedeutet, das muss beachtet werden. Wenn da wie hier steht beim Standby Power Test INC, dann bedeutet das Incorporated. Dann ist das eine Änderung, die bereits ins FCOM übernommen wurde. Das heißt, wenn ich hier jetzt im Elektrik-Kapitel mir das angucke, dann sind die Änderungen beim Standby-Power-Test sind schon drin. Da muss ich keine zusätzlichen Seiten für aufschlagen, um da was zu lesen. Das muss ich nur, wenn da steht IE in Effekt. Das findet man etwas weiter hinten. Da sind dann diese ganzen Bulleters aufgelistet. Ich habe das mal hier zusammenkopiert und nur kurz zum Drüberfliegen, worum es geht. Ne, hier hatten 737-800 Betreiber von drei Vorfällen berichtet, wo aus Versehen nach dem Aufsetzen die Rejected Takeoff-Funktion gewählt wurde. In jedem Fall war es die Intention der Crew, die automatische Bremse abzuschalten. Hierbei wurde der Wahlschalter zu weit auf RTO gedreht. Boeing Flugtests haben ergeben, bla 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 und so weiter. Also Boeing konnte das reproduzieren. Was war passiert? Man ist zum Beispiel mit Autobrake-Bremse 2 gelandet, der Flieger hat aufgesetzt, man hat angefangen zu bremsen und gemerkt, och, Autobrake brauchen wir jetzt gar nicht mehr, wir lassen das Ding jetzt einfach ausrollen. Da hat dann ein Pilot nach vorne gegriffen, hat diesen Wahlschalter, wollte ihn auf Off legen, ist aber dann eine Raste zu weit auf RTO gegangen und dann gibt der Flieger den kompletten 3000 PSI Bremsdruck an alle Bremsen. Und wie gesagt, das sorgt dann für sehr große Augen und für, da muss man dann ziemlich viel Papier schwarz machen, können sich auch Leute dabei verletzen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ne? Und dann ist dann halt die Operating Instruction, auch wenn die automatische Bremse durch Drehen des Wahlschalters auf abgewählt werden kann, weil das funktioniert, das habe ich auch selber öfter mal gemacht, rät Boeing dazu, dies durch manuelles Bremsen durchzuführen. Ne, wenn man Autobrake bremst und man tritt dann selbst unten in die Bremspedale, dann disarmt sich das Autobrake-System. Oder wenn man die Speedbrake nicht mehr braucht, wenn man die halt manuell wieder zufährt, die Ground Spoilers, dann geht Autobrake auch aus. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Änderung, die ist in Effekt, noch nicht incorporated, wird es auch nie werden, weil die schreiben mir weiter unten, dass sie an einer technischen Lösung arbeiten. Es gibt ein Service Letter, wahrscheinlich ein Software-Update für dieses RTO-System, was dem Flieger sagt, pass mal auf, wenn du weißt, dass du gerade bei einer Landung bist und jemand ist so blöd und stellt auf RTO, dann fang bitte nicht an voll zu bremsen, sondern mach einfach nur Autobrake Disarm. Ne? Nee, weil dafür ist es ja gar nicht gemacht. Ne? Wenn du willst, dass er fliegt. Bitte? Hast du recht, genau. Ja. Und das hat bei Boeing jetzt halt fast 60 Jahre gedauert, bis sie gemerkt haben, dass man da an dem Design vielleicht was ändern müsste. Ne? Ich bin mir gar nicht sicher.
Ich glaube, das war beim Embraer. Ich meine, beim Embraer musste man diesen Schalter ein bisschen rausziehen und konnte dann auf ATO schalten. Irgendwie so eine Lösung werden sie da wohl machen. Aber ja, hast du recht, Jürgen, das ist ungefähr so professionell, als wenn Automatikgetriebe bei 180 auch den Rückwärtsgang zulassen würde. Ja, hat's ja. Ja? Da gibt es dann ein Rundschreiben vom Flugbetriebsleiter, wo drin steht, pass mal auf, hier gibt es einen neuen Service Letter, ein neues Service Bulletin. Macht euch damit bitte vor dem nächsten Flug vertraut. Ne? Genau. Oder das ist, dafür kriegst du jede Menge Geld jeden Monat. Das muss man tun. Da muss man sich zu zwingen bei der Vorbereitung, wenn da irgendwas kommt. Das hatten wir dann gegen Ende, als wir das EFB auch im Crewraum genutzt haben. Da hast du das dann halt eingeschaltet, hast dich mit deiner Personalnummer eingeloggt und dann ging dann so ein kleiner Reiter auf, wo drin stand, pass mal auf, hier ist eine neue Information zum Flieger. Die musst du erst lesen, bevor du weitermachen darfst. Und das EFB lässt sich dann auch erst die Flugpläne für den Tag runterladen, wenn du dieses Item dann wirklich abgerotschert hast. Also, wenn es wichtig ist, dann kommen die Informationen noch tatsächlich, kommen die bei den Piloten an. Genau. So, ihr tapferen Menschen, Airline Operations Manual, da steht drin, wie jetzt die Airline tatsächlich diesen Flieger betreibt, weil wir haben bis jetzt nur das AFM gehabt, die MEL und das FCOM. Und eine Airline hat ein Operation Manual, wo diese Vorschriften dann jetzt einsortiert werden. OM Alpha ist einfach nur Information, was heißt einfach nur, das ist mit das wichtigste Dokument, da steht drin, wie funktioniert die Airline. Da steht doch was drin, wie das Luftverkehrsgesetz, Luftsicherheitsgesetz, Single European Rules of the Air, also wenn mir jemand beim Visual Approach entgegenkommt, in welche Richtung muss ich ausweichen, ICAO-Dokumente, ganz viel Paragraphenreiterei, da steht quasi das gesamte relevante Luftrecht für die Operation steht da drin. Oder bis zu was für Wetterminima darf ich mit dem Flugzeug jetzt tatsächlich noch fliegen, starten und landen. Das steht alles im OM Alpha drin, der allgemeine Teil. Oh, ja. Ich weiß nicht, was du meinst, Günther. Ja. Ja. Nee, würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen. Wir sprechen gerade über das Ops Manual. Also, genau. Also OM Alpha, allgemeiner Teil, OM Bravo ist dann flugzeugspezifisch, das Volume 1. Da geht es hauptsächlich um Limitations und Verfahren, ne, was im FCOM Volume 1 drin steht. Und im OM Bravo Volume 2, das ist eigentlich grundsätzlich die Minimum Equipment List. Da steht häufig auch noch mehr drin als dieses, wie lange darf was kaputt sein, wie oft ist es an Bord, wie viel dürfen davon kaputt sein. Da hat man dann tatsächlich in dem Kapitel, was wir gerade hatten, zum Beispiel Anti-Skid, hat man dann direkt dahinter stehen, was das für einen operationellen Impact hat, wo drin steht, pass mal auf, die Bahn darf nicht nass sein. Du musst eine Braking Action mindestens Medium haben. Dein Tailwind Limit ist jetzt nicht 10 Knoten, sondern 5 Knoten und so weiter und so fort. Das ist dann in dieser MEL, die im OM Bravo drin steht, im Operations Manual Part Bravo, ist da wesentlich aussagekräftiger. Und das Volume 3, das ist entspricht der Systembeschreibung. Da macht sich eigentlich auch keine Airline große Arbeit. Da wird einfach Copy-Paste das FCOM Volume 2 reinkopiert und damit hat man dann seine Systembeschreibung. Das OM Charlie, das sind Karten- und Flugplatzinformationen. Natürlich bei den meisten Airlines mittlerweile auf dem EFB eine eigene Anwendung. Ne, früher hat man einen Ordner gehabt, was weiß ich, wenn du das erste Mal nach Calvi fliegst, wo der Platz ein bisschen komplizierter drin ist, dann hat man da halt ein extra Kapitel drin gehabt, im OM Charlie, einen großen Ordner mit den Karten und mit Informationen zu diesem Flugplatz. OM Delta ist das Trainingshandbuch. Da geht es dann nicht nur um Training von, was weiß ich, ein Co-Pilot kommt neu in die Firma, was braucht er vom Training, um fliegen zu können? Oder ein Co-Pilot möchte zum Kapitän upgegradet werden.
Da steht auch Training drin. Was muss der Flugbetriebsleiter für Kurse gemacht haben, dass er Flugbetriebsleiter werden darf? Was müssen die Mädels in der Kabine für ein Training hinter sich bringen, um als Flugbegleiter fliegen zu können? Das ist wirklich sehr umfangreich. Ihr seht, das ist alles komplett sehr umfangreich. Gott sei Dank gibt es mittlerweile Computer im Cockpit. Früher hat man da tonnenweise Papier mit sich rumgeflogen. Das ist heute auf dem normalen iPad oder halt in anderen EFB-Systemen alles ganz normal drauf hinterlegt und macht es natürlich auch wesentlich leichter, mal irgendwas zu finden. Aus den diesen, das waren, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ordner, die wir da an Bord hatten. Und wenn man da nicht genau wusste, was wo stand, dann war man echt verloren. Ne? Da musste man dann. Nee, als Backup habe ich ein zweites EFB. Ne? Man hat ja, der Kapitän hat eins, der Co-Pilot hat eins. Und wenn die beide ausfallen, da hat man halt Pech gehabt. Man kann den Flieger trotzdem sicher fliegen, weil man im QRH ja diese Reference-Table hat, wo man sich zum Beispiel dann auch eine Landedistanz ausrechnen kann. Aber dann kann ich halt im Flug mal nicht nachlesen im Visual Approach, ob ich da links oder rechts ausweichen muss, wenn mir entgegenkommt. Ne? Aber das ist so unwahrscheinlich, dass beide EFBs ausfallen, dass die Luftfahrtbehörden bei der Genehmigung von diesen EFB-Systemen eigentlich grundsätzlich sagen, jo, ihr müsst jetzt nicht zusätzlich Papier mitnehmen. Das reicht, wenn ihr zwei EFBs an Bord habt und auch ein Verfahren entwickelt, wenn eins kaputt ist. Gut, es gibt natürlich noch wesentlich mehr Vorschriften beim Flugzeug, das Maintenance Manual, ein Aircraft Recovery Manual, na, wenn man irgendwo in die Wiese gefahren wird, dass man weiß, wo kann ich den Flieger anheben, ohne dass er auseinanderbricht. Dies und das, Non-Destructive Testing Manual, wie kann ich einen Werkstoff testen, ohne den dabei zu zerstören. Unheimlich viel, aber für den Flugbetrieb an sich nicht so relevant. Wirklich arbeiten tut man mit dem Operations Manual und wir jetzt in diesem Type Rating mit dem FCOM, weil das eigentlich am übersichtlichsten ist. Eine kurze Zusammenfassung. Wer vorhat, mal so einen Type Rating Test zu schreiben, da als Tipp. Das, was ich in Zusammenfassungen reinschreibe, ist das, was man sich dann vielleicht mal so merken sollte, könnte. Aus dem AFM werden erstellt das Flight Crew Operation Manual. Da habe ich ein Volume 1, das ist Administration, Limitations und Verfahren. Ich habe ein Volume 2, eine Systembeschreibung, da geht es um Schalter, Anzeigen, Textbeschreibungen und Skizzen. Ich habe ein Quick Reference Handbook. QRH für Non-Normal-Verfahren, dass ich weiß, was tue ich im Notfall, wenn irgendwas ausfällt. Performance-Daten, zum Beispiel für das Electronic Flight Bag oder für Planungssoftware, wie zum Beispiel SimBrief. Wenn ich da eingebe, dass ich eine 737-800 fliege, dann muss ja SimBrief irgendwie rausfinden, was man für einen Fuel Flow hat, um auch eine Treibstoffberechnung zu machen. Die machen nichts anderes, als auf AFM-Daten zuzugreifen, die der Hersteller zur Verfügung stellt. Aus der Master Minimum Equipment List, der MML, generiert sich die Minimum Equipment List. Da steht drin, was darf defekt sein und wie lange. In der Master ML, da steht alles drin, was es gibt. Also auch für die Varianten 100, 200, 300 und so weiter. Irgendwelche Satellitentelefone, weiß der Teufel was. Und deswegen erstellt sich jede Airline eine eigene Minimum Equipment List und beschränkt sich da auf die tatsächliche Ausstattung. Ne? Da wird man dann auch überwacht vom Luftfahrtbundesamt in Deutschland zum Beispiel. Man darf nicht einfach eine MEL schreiben und sagen, danach fliegen wir jetzt, sondern die schickt man zum Luftfahrtbundesamt, die gucken drüber, vergleichen das mit der Master Minimum Equipment List, weil man darf auf gar keinen Fall laxer werden mit seiner eigenen MEL als mit der Masterliste. Und wenn das okay ist, dann darf man, kriegt man die genehmigt, kommt ein Stempel rein und dann kann man dann damit fliegen. Das sind Hydraulikpumpen. Das linke wird vom Triebwerk angetrieben, das rechte von dem Motor. Limitations. Werden wir jetzt auch bei jedem Kapitel, was wir hier abarbeiten, werden wir die Limitations uns angucken, die ja auch im FCOM vorne drin stehen. Da haben wir jetzt hier momentan eigentlich nur die Limitation, das FCOM und das Aircraft Operation Manual, also das, was die Airline sicherstellt, müssen bei jedem Flug an Bord sein. Und zwar entweder ausgedruckt oder halt auf Electronic Flight Bag. Habt ihr hier soweit Fragen zu? Sehr gut. Dann, ja.
Ja. Nein, 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 nein. Das soll ja Spaß machen hier.